The Evil With The Evil Within, so rum. Na, The Evil Within. Ja. 55, Folge 55 müsste es sein. Wir haben in der letzten Folge hier so ein bisschen alles abgegrast und haben festgestellt, dass wir zwei Wege haben. Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich einfach zu vorsichtig im Spiel bin. Aber das hat auch einen guten Grund, denn wir wissen ja, wie schwer es ist ab und zu. Und ja, welchen Weg wir einschlagen werden, das weiß ich noch gar nicht. Und ob wir überhaupt hier lang kommen? Ich glaube ja. Sesam, wo sind wir denn jetzt? Hallo? Ach so. Okay, dann hat sich das doch gelohnt, da noch lang zu gehen. Und dann haben wir nämlich alles eingesammelt. Wir werden jetzt wahrscheinlich da drüben hinkommen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir Klaus wieder treffen. Klaus, der Kastenkopf. Ja. Und ich glaube, das wird jetzt sein. Aber warum kriegen wir so viel Hagel? Das gibt's doch gar nicht. So kriegen wir schnell unsere 50.000 zusammen. Die Frage ist nur, kommen wir nochmal in den Speicherpunkt? Das ist ja der Wahnsinn. Wie viel kriegen wir denn hier? Und Streichhölzer und Kisten. Wo nichts drin ist. Und was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwie was? Wir müssen natürlich aufpassen auch auf Fallen. Weil ich laufe hier so forsch jetzt einfach mal rum. Ich traue mich einfach mal. Da ist wieder eine Kiste und eine Krabbel und eine Granate. Ich werde bekloppt. Oh, an den Frostbolzen, geil. Und in der Kiste war natürlich wieder nichts drin. Es ist mir zu still. Joseph? Was? Da war ein Schuss. Da ist ein Schuss gefallen. Ich sag ja, das ist die Küche. Ich wusste es. Vom Hotel. Und wenn ich an diese Schächte sehe, oder diese Fahrstühle, denke ich sofort an Outlast. Ja. Oh nein. Bitte nicht. Ich meine, um Josef ist mir das egal. 30.000 aber schon. Ja, geil. Freude pur. Gibt's doch gar nicht. In der Riesenkiste ist nichts drin. Hier ist ein offener Kochtopf. Wahrscheinlich gibt's da Gulaschsuppe demnächst. Natürlich kämpfen wir wahrscheinlich gegen Klaus in der Küche. Ist ja auch so atmosphärisch. Na, wo hast du dein erstes Date gehabt? In der Küche. Hä? Ach so. Na klar. What? Oh Gott, und jetzt? What the fuck? Was ist jetzt? Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Jetzt kommt wahrscheinlich... Jetzt kommt... Na, nein, was mache ich denn? Nein, 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 nein! Was tue ich denn? So. Ich wollte doch nur die Shotgun schon mal auspacken. Jetzt wird wahrscheinlich gleich Klaus kommen. Vermute ich mal. Weil das sieht nicht gut aus. Ich werde mal hier alles entschärfen. Warum hat er das getan? Oder dürfen wir nicht schießen wegen dem Gas wieder? Ja, ich erinnere mich, da war was. Was? Was ist denn das? Oh, nein, was ist das? Was ist das? Automatische Säge. Natürlich. Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das für ein Kacklevel, bitteschön? Was ist das denn? Oh mein Gott. Kapitel 13, das Opfer. Ja, ich hab's ganz vergessen, dass es so hieß. Ja, das ist ja mal geil. Ich werde mal eben hier alles entschärfen wieder. Okay, wissen wir, dass der Rombo-Bodenstaubsauger wieder kommt? Der Rombo-Bodenstaubsauger ist mein Freund. So.
Waffe, genau, Waffe. Ich werde mal versuchen, vielleicht die auszuschalten, die Dinger. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht kann man ja auf die Dinger ja schießen, ich weiß es nicht. Ich probiere es mal aus. Ja, die gehen aus. Ich frage mich, für wie lange das hält. Oh, hier ist eine Falle. Die habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich übersehen. Damit wird wahrscheinlich der Dings aktiviert. Der Rombo. Wir müssen ganz schön vorsichtig sein. Weil hier kommt jetzt die Falle. Ah, hier die Dreckschweine. Die Dreckschweine. Okay, ich werde mal gucken. Na, na, na. Oh. So, jetzt haben wir sie alle, haben natürlich genug verbraten. Okay. Da ist auch eine Falle. Die kann ich aber... Die kann ich aber... nicht entschärfen. Die habe ich jetzt schon ausgelöst gehabt. So, ganz cool, ganz easy. Oh, bitte. Bitte nicht. Da ist noch eine Krabbelbox, die nehmen wir noch mit. Für Bastelbasti. Und da müssen wir auch was entschärfen jetzt hier gerade. Ich traue mich gar nicht so weit rum. Ganz schnell mal eben die Säure entschärfen. Das ist aber eine fiese Küche. Da möchte ich nicht arbeiten als Koch. Was denn? Was war das denn? Was denn? Was war das denn? Das gibt's doch nicht. Och Leute, jetzt muss ich tatsächlich nochmal eine Spritze nehmen. Wir waren so gut ausgerüstet. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich hoffe, die kommen nicht hinter uns hergefahren, die Dinger. Öffne dich. Das war knapp. Nein, 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 nein. Du schon wieder? Nein, 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 nein. Oh nein! Nein, 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 nein. Wie kann ich den denn erledigen? Hallo, warum rennst du nicht? Basti, renn doch! Oh mein Gott! Was? Ja, natürlich! Genau! Na klar! Selbstverständlich, jetzt kommen auch noch die Dinger! Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Lad nach! Oh Gott! Nein, 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 nein. Erstmal Hagel mitnehmen, die Hagelsuppe. Was, was, was? Wow, wow, wow! Hallo, spring da rein! Auf Wiedersehen! Verdammt! Es ist dunkel. Fuck. Elfter Stock, Weltraumforschung. Lalalala. So, willkommen zurück. Das war kein Fehler vom Spiel. Das war so gewollt, dass man nichts sieht, komischerweise. Und ich glaube nicht, dass wir ihn
schon besiegt haben, denn das war zu einfach. Und wir müssen ja auch noch gegen Rubik kämpfen. Ich muss mal eben kurz hier alles nachladen, was wir hier so haben. Okay, da haben wir den Sprengbolzen, das ist gut. Da die Magnum, da haben wir nochmal zwei Schuss gekriegt vorhin, aber auch gesammelt. Ich sollte jetzt Catman finden. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Oh, Kontrollpunkt, Gott sei Dank. Nein, das wollte ich gar nicht. Mein Gott. Nun ja, die Frage ist, wo kommen wir jetzt hin und was wird jetzt hier... Kommen wir jetzt schon zu Catman? Aber diese Sägedinger, die waren ja fies. Die haben erstens eine Säge dran gehabt an ihrem... An dem Rombo, der Rombo. Der Rombo hat eine Säge dran gehabt und außerdem sind die noch explodiert. Wer läuft denn da unten lang? Ist das Catman? Das ist Catman mit dem... Mit unserem Patienten. Was macht sie denn da? Ich glaube, wir sollten mal ganz schnell da runtergehen. Tatsache ist Catman. Gibt's doch gar nicht. So. Auf geht's. Auf geht's. Ab geht's. 3 Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt 3 Tage wach. So. Exit. Klingt immer gut. Exit. Ich will mal kurz gucken. Haben wir noch eine Spritze? Nein, haben wir nicht. Wir haben nur das Medipack. Das möchte ich aber jetzt noch nicht verwenden. Das möchte ich mir noch speichern. Also noch sparen. Ich hoffe, wir finden irgendwo noch eine Spritze. Natürlich ist hier nichts am Liegen. Lalala, lalala. Basti, bist du sicher, dass du richtig gehst? Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du... Beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Rubik eigentlich will. Dann sag's mir. Was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Verdammt! Nein! Kapitel 13 überlebt. Ach du heilige Kacke. Ach du Scheiße. Da weiß also Catman mehr wie wir über Leslie und über Rubik. Und das ist nicht sehr schön. Und wie es da ja weitergeht, das würde ich sagen, sehen wir jetzt gleich. Was ich noch mal kurz festhalten wollte, ist, denn wir... Ja, Leslie... Ja, also Rubik will Leslie für sein Forschungsprojekt, das ist klar, aber warum? Was verstehe ich irgendwie nicht ganz. Okay, ja, und er will natürlich wahrscheinlich irgendwie wieder was kreieren, wahrscheinlich wieder die Schwester wieder hochzüchten und hast du nicht gesehen. Und, aber ganz schön krasser Twist jetzt mal gerade so mit Catman auch, hätte ich mal gar nicht gedacht. Und die Frage ist, haben wir Josef verloren? Er wurde angeschossen? Oder ist er jetzt tot? Man weiß es nicht. Also im echten... Leben haben wir ja in der Dings gelesen, im Vermisstenanzeige, dass er verschwunden ist. Die Frage ist nur, warum.
Nun gut, dann würde ich sagen, wir springen ins nächste Kapitel und schauen mal, wie es da weitergeht. Schicker Ladebildschirm im Übrigen. Hallo? Josef darf nicht tot sein. Kapitel 14, Hintergedanken. Ja, Josef darf nicht tot sein, das hoffe ich mal. Obwohl, ist mir eigentlich egal. Nachdem die Nervensäge Josef und so, ich weiß gar nicht, welches Kapitel das war, und so geärgert und aufgehalten hat. So, Kapitel 14 befinden wir uns von... Was waren das noch? 18 Kapitel gibt's? Da sind immer noch 4 Kapitel übrig. Oh mein Gott. Und wir sind jetzt hier anscheinend in einer U-Bahn-Station, so wie das aussieht. Green Line, okay. Green Line ist blockiert, 1 und 2, aber wir gehen wahrscheinlich nach 5 und 6. Ne, 1 und 2. Das ist mir alles zu ruhig und zu leer hier, bin ich ganz ehrlich. Ja! Natürlich. Nehme ich alles mit. Ist ja oft so, dass in U-Bahn Safes oder U-Bahn Stationen, wo man seine Koffer hinterlegen kann, immer Shotgun-Shells drin liegen und Hagel. Da haben wir wieder Shotgun-Shells, sehr schön. Immer alles mitnehmen, Basti. Irgendwie sieht das jetzt hier schon wieder so richtig geil aus, das Spiel. Hallo, ich bin's, der Schaffner. Der Schaffner. Ja. Das ist aber fies. Das ist aber fies. Das ist echt fies. So, da werden wir mal ein wenig hier rumstöbern. Mit Basti. So. Eine Spritze zu finden wäre toll. Ein Medipack, jawohl! Okay, also werde ich, glaube ich, gleich doch vielleicht das Medipack nehmen. Nicht, dass hier wieder irgendwo eine Bombe an der Wand hängt. Ich bin lieber vorsichtig. Okay, Streichhölzer haben wir genug. Da können wir nichts öffnen, aber hier... Was sind das für komische Geräusche gerade im Hintergrund? Die sind sehr merkwürdig. Ja, ich würde sagen, aber mit den bewegten Bildern jetzt hier in der U-Bahn-Station machen wir eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. The Evil Within. Also, macht's gut. Ciao.